Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein doch sehr wichtiges Ereignis unmittelbar hinter uns, die Wahlen zum EU-Parlament. Und viele Gedanken verknüpfen sich in der Diskussion dieses Ereignisses. Ich möchte das ein wenig mit Ihnen heute im Rahmen einer kleinen Wahlnachlese beleuchten. Die Erfolge der Grünen, wie sie zu deuten sind, wo stehen wir dem gegenüber? Nun, liebe Freunde, ich glaube, wir haben einen schweren Kampf bestanden. Und was die Feinde der Demokratie uns geliefert haben, war weniger Kampf, es war Krieg. Krieg um den Preis der Rechtsstaatlichkeit häufig, um den Preis des menschlichen und politischen Anstands auch. Und auch wenn ich an die mediale Wettbewerbsverzerrung denke, um den Preis der innerstaatlichen Gerechtigkeit. Man wollte die AfD publizistisch zertreten. Wir haben standgehalten für Deutschland. Und wer außer uns in dieser Welt und in unserem Land soll noch für unser Vaterland eintreten und standhalten? Wir, meine Damen und Herren, wir tun es. Was haben wir erlebt? Die Feinde der Demokratie, ich benenne die Altparteien im Verein mit bezahlten Medien und bezahlten Organisationen, sie können es nicht ertragen, dass es eine parlamentarische Partei gibt, die diesen Staat erhalten will und erhalten wird. Diesen Rechtsstaat, meine Damen und Herren, der so nur als deutscher Nationalstaat existiert und existieren kann. Was mussten wir erleben? Zunächst ausschließlich zu dem Zweck, unsere Partei zu vernichten, verbündete sich diese Regierung sogar mit einem Organ des Rechtsstaats, selbst dem Verfassungsschutz. Wir erinnern uns, letzten Herbst, unter falschen Vorwänden musste rechtzeitig zu Beginn des Wahljahres ein rechtstreuer, untadeliger Präsident des Verfassungsschutzes gehen, um einem Nachfolger Platz zu machen, der in erster Amtshandlung mehr oder weniger unsere Partei medial bundesweit öffentlich diffamieren und an den Pranger stellen sollte. Und das, wie jetzt ja letztgültig judiziert wurde, unzulässigerweise. Es musste ihm schließlich erst durch Gerichtsentscheid verboten werden. Den beabsichtigten Schaden davon aber sollte tragen und trug und trägt unsere Partei. Dann Entscheidungen über Parteispenden werden hinausgezögert, um diese zum Teil unhaltbaren Vorwürfe im Wahlkampf noch gegen uns verwenden zu können. Der beabsichtigte Schaden sollte wachsen und wuchs und wächst noch mit jedem Tag. Und weiter. Selbst die gerechte Empörung unserer Bürger, die angesichts tödlicher Messerattacken, Chemnitz, Köthen und anderswo, lediglich ihr Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und Demonstration ausübten, wurde mittels falscher Behauptungen als radikal nationalistisch, ja als narzisstisch diskriminiert. Und mit diesen Lügenbegriffen wird bis zur Stunde gegen unsere Partei Stimmung gemacht. Und weiter, selbst das Brexit-Szenario, das aller Welt vor Augen führt, dass diese EU nicht etwa Europa ist, sondern ein Gefängnis für ehemals autonome Staaten. Das wurde und wird gegen uns, gegen unser skeptisches Europa oder besser gesagt EU-skeptisches Programm instrumentalisiert, da wir, nicht anders als die Briten, ein Stück unserer nationalen Selbstbestimmung erhalten wollen, ja, wieder einfordern wollten, vergessen wir nicht. Die Briten sind die zweitgrößten Nettozahler. Wer ist der größte Nettozahler? Wir. Schließlich, dass in diesem Moloch-artigen, nicht-demokratischen, möchtegern-Superstaat EU keine 5%-Hürde gilt. Auch das ist ja eine Schwächung der Parteien der ehemals autonomen Mitgliedstaaten. Auch das hat unsere Parteirepräsentanz innerhalb dieses Molochs gekostet. Es ist kein Abbild unserer Kraft in Deutschland gewesen. Meine Damen und Herren, wir haben standgehalten. Besinnen wir uns also entgegen dem, was von den wahren Feinden der Demokratie in diesem unseren Vaterland
behindert wird, besinnen wir uns von Stund an wieder auf unseren Kampf für bessere Zustände in unserem Vaterland, in Deutschland. Und, liebe Freunde, es war eine Europawahl. Die Grünen haben vielleicht bei uns zu viele Stimmen holen können, aber nicht in Europa, wo sie bei etwa 9% liegen. Die patriotischen Parteien hingegen haben erheblich zugelegt. Marine Le Pen in Frankreich, Salvini in Italien, Nigel Farage in England, auch die FPÖ. Lauter Stimmen gegen die Entrechtung der Nationalstaaten durch die Brüssel-Zentrale, aber für den Fortbestand des eigenen Landes. Und das hat nichts mit Europafeindlichkeit zu tun. Im Gegenteil, nur die Wahrung der vielfältigen, kulturellen, binnendifferenzierten Diversität unseres an kulturellen Traditionen so reichen Kontinents, nur sie, durch die Bewahrung der vielen Vaterländer, nur sie rettet das Europa, das uns lieb und teuer ist. Und dafür steht nur eine einzige Partei in unserem Lande, nur die AfD. Deshalb verdient sie unsere Unterstützung. Aber es ist wahr, die EU-Wahlen endeten für Deutschland nicht gut. In den meisten anderen Staaten erzielten patriotisch-freiheitliche Parteien sehr gute Ergebnisse. Selbst im Greta-Land Schweden wurden die Grünen abgestraft. Hierzulande feierte der Ökopopulismus fröhliche Urstände. Und wo wenigstens immerhin die Existenz der AfD endlich eine gewisse Normalisierung der seit gut 100 Jahren traumatisierten Nation anzeigt, führen jetzt wieder zu allem Unglück Erfolge der Grünen zu einer Hysterisierung, zu einer Selbstschädigung Deutschlands mit unabsehbaren Folgen. Und ein gerüttelt Maß Anteil an diesem Irrsinn haben die geistig orientierungslosen Ex-Volksparteien der GroKo, die den medial gehypten Grünen hinterherlaufen. Wir müssen das entlarven und ich sage Ihnen, wir werden das entlarven. Applaus